die See uns im Tod umfängt, sagen wir hier in Linsa Lomensa. Aber dank dir ist uns dieses Schicksal vorerst erspart geblieben. Du hast Leviathan tatsächlich besiegt und das fast im Alleingang. Eine stärkere Verbündete hat dieser Staat nie gekannt. Im Namen aller Limsa danke ich dir. Aber dieser Plan, zwei Schiffe zu verbinden, vielleicht sollte ich noch mehr Piratenweisheiten in die Manöver des Mahlstroms einfließen lassen. Oder was meinst du, Einser? Diese Primae. Ich hätte nie vermutet, mit welch übermächtigen Kreaturen die Eoseer zu ringen haben. Und die Stärke einer einzelnen Abenteurerin konnte so ein Wesen bezwingen. Ich bin überwältigt. Wir Domane sind Flüchtlinge und stehen mit leeren Händen vor euch. Aber vielleicht kann ich euch doch etwas geben. Die fernöstliche Kampfkunst, in der ich gründlich geschult wurde. Sie könnte die eure gut ergänzen. Und gewiss wird es euch erfahrenen Kriegern kaum Mühe kosten, sie zu erlernen. Ich unterweise euch gerne darin. Nun, das ist ein höchst willkommenes Angebot, nicht wahr? So ganz fremd scheinen eure Techniken ja auch gar nicht zu sein. Vor allem dein Stil wird die neue Kampfkunst wohl gut ergänzen. Passt, Tancred? Eurem scharfen Blick entgeht nichts, Admiral. Ihr müsst wissen, dass es in Limsa eine Art Untergrundorganisation gibt, deren Mitglieder in einem ganz ähnlichen Stil kämpfen wie ihr. Ohne euer Können herabwürdigen zu wollen, natürlich. Diese Leute wären wahrscheinlich sehr geeignet für die Unterweisung in der Kunst, in der ihr es, wie ich sah, zu wahrer Meisterschaft gebracht habt. Oh, wie interessant. Und diese Technik beherrscht auch ihr? Aber wieso habt ihr sie denn nicht von Anfang an eingesetzt? Sie war doch sehr effektiv. Ja, das wäre eine längere Geschichte, mit der ich euch nicht langweilen möchte. Bei seinen geschliffenen Umgangsformen möchte man es kaum glauben. Aber Tancred hat es früher mit dem Gesetz nicht ganz so genau genommen. Daher kennt er sich ziemlich gut aus in der lokalen Unterwelt und mit ihrer Kampfkunst. Istola! Das stimmt so nicht. Das waren nur ganz flüchtige Kontakte, hört ihr? Aber dann begegnete er unserem Anführer Louis Soir, der ihn unter seine Fittiche nahm, nach Uldar brachte und aus dem Gelegenheitsgauner einen aufrechten Schwertkämpfer machte. Nicht wahr? Minfilia, bitte! Ihr habt ja einige verborgene Seiten, Tancred. Wie ich höre, seid ihr vor den Galeeren aus dem Osten hierher geflohen und nun in Geisterzoll untergekommen? Limsa Lomensa hat mit vielen Problemen zu kämpfen. Ich sage es ganz direkt, wir können euch nicht aufnehmen. Was wir tun können, ist euch mit Hilfsgütern zu unterstützen. Deine Mitarbeit in der Sache mit Leviathan war uns höchst willkommen. Also wollen wir uns revanchieren. Vielen Dank, Admiral. Wir stehen tief in eurer Schuld. Ich hoffe von Herzen, dass unsere Kampfkunst euch als, wenn auch nur kleine, Gegenleistung gelten kann. Nun, worüber wolltest du sprechen? Es ist genau wie damals, nicht? Die Sahagin, die Kobolde, welches Volk es auch ist, stets bricht der Konflikt aus, weil wir den wilden Stämmen ihr Territorium streitig machen. Diesmal haben die Sahagin den ersten Schlag getan, aber das Grundproblem ist dasselbe.
Ich habe unsere Unterhaltung nicht vergessen, Ishtola. Das Primae-Problem ist zwar auch von uns verursacht, aber wir tragen nicht die alleinige Schuld. Natürlich ist es ein Streit um Territorien, wie du sagst. Jeder braucht einen Ort, an dem er in Frieden leben kann. Und das gilt auch für uns. Hat ein Laichplatz der Sahagin etwa Vorrang vor unseren Siedlungen an Land? Doch wohl kaum. Was wir getan haben, ist gerechtfertigt, Ishtola. Denn auch wir haben das Recht zu leben. Töten, um nicht unterzugehen? Wenn man es so vereinfacht sagt, klingt das natürlich richtig. Aber hier steht doch nicht Leben gegen Leben. Wir fordern mehr als nur die nackte Existenz. Wir sind nicht gerecht. Ich muss mein Volk durch den Sturm bringen, Ishtola. Alles andere wäre Verrat an meiner Heimat und an meinem Amt. Ob es gerecht ist oder nicht, ist eine müßige Frage, auf die es keine Antwort gibt. Eine müßige Frage, vielleicht. Dann gehöre ich wohl zu diesen Verrätern, die sie trotzdem stellen müssen. Gerechtigkeit, wonach die Philosophen aller Völker fragen und worauf die Herrscher aller Länder pochen. Wir finden immer gute Gründe, warum uns zusteht, was wir für uns selbst begehren. Auch wenn wir ahnen, dass unsere Gegner sich genau derselben Argumente bedienen. Wie willkürlich ist doch das Fundament aller Moral. Als ob wir Herrscher blind für das Dilemma wären. Aber handeln müssen wir ja doch. Und wie wir aus dem Zwiespalt herauskommen, das bleibt letztlich an uns hängen. In diesen Zeiten können wir es uns nicht leisten, allen anderen galant den Vortritt zu lassen, bis am Ende wir die Verlierer sind.